Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht nochmal um etwas in eigener Sache. Und zwar möchte ich gerne etwas sagen dazu, warum ich immer wieder auch evangelikale Pastoren in meinen Predigten namentlich erwähne. Ich habe ja immer wieder auch Themen angesprochen, die prophetischen Ursprungs sind und wo es um die 70-Jahr-Wochen geht oder um Daniel oder um die Offenbarung und die insbesondere auch die endzeitlichen Vorstellungen der Evangelikalen zum Thema haben. Und ich stelle ja dann eine neue Lösung vor, vielfach, also bei der Auslegung vom Standbild oder auch bei Daniel 7, Daniel 8 oder Daniel 9. Und in dem Zusammenhang zeige ich natürlich auch die gegenwärtige evangelikale Sichtweise, ja? Weil die ich dort entwickelt habe, davon unterschieden ist, ja, und anders aussieht. Um zu erklären, wo die Unterschiede sind, zeige ich natürlich auch die bisherige Sichtweise und ich zeige natürlich auch, wer das alles vertritt. Ja, ich mache das aber nicht, um diejenigen, die das so predigen, persönlich anzugreifen. Ja, ich greife die Auslegungsart an und hinterfrage die auch. Aber ich tue das jetzt nicht, um die Pastoren, die ich dort namentlich nenne, persönlich zu beleidigen oder zu ärgern oder zu diskreditieren oder zu sagen, die gefallen mir nicht. Ja? Für mich sind das alles Brüder im Herrn. Ich selber bezeichne mich auch als evangelikal. Ich komme auch aus dieser Richtung. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich diese evangelikale Theologie überall gehört. Mittlerweile bin ich da zu anderen Ergebnissen gekommen. Warum ich zu anderen Ergebnissen gekommen bin, zeige ich ganz ausführlich in den Videos auch, ja. Also ich fotografiere die Bibelstellen ab, ich zitiere die Bibelstellen. Ich sage dann, da müsst ihr nachlesen, ihr müsst das so und so vergleichen. Und ich zeige, wie das in der bisherigen Auslegungsweise zum Teil entweder ungenau oder unscharf verstanden wird und dann auch man da auch zu anderen Ergebnissen kommt. Ja? Ich zeige, warum in 2. Thessalonicher 2 ein männlicher aufhält und warum das nicht der Geist Gottes sein kann und damit auch nicht die Gemeinde, die dann entrückt würde, sondern dass da ein männlicher aufhält, von dem ich glaube, dass das der Vorläufer des Antichristen ist und so weiter und so fort. Und die Dinge, die ich da behandle, die sind auch zum Teil recht komplex und kompliziert. Die sind auch nicht unbedingt für Anfänger im Glauben, sondern für Geschwister, die schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind und sich vielleicht im Laufe der Jahre mit den Themen auch vertieft beschäftigt haben. Und ich möchte einfach informieren, ja, und zwar umfassend informieren. Und zwar nicht nur, das heißt also, dass ich nicht nur meine Sichtweise zeige, sondern ich zeige auch, wo sie unterschieden wird von der bisherigen Sichtweise und wo ich die bisherige Eschatologie auch einfach hinterfrage und wo ich glaube, dass man auch sehen kann, dass da einfach Fehler sind, die man neu überdenken muss. Ich zeige auch, dass das zum Teil einfach auch eine Theologie ist, ja, die sich ein Stück weit auch vom Text abgekoppelt hat oder die bestimmte Texte nicht im Zusammenhang versteht, ja, und deswegen dann eine andere Deutung hineinlegt und so weiter. Und um das vollumfänglich auch zu zeigen, so wie ich auch meine neue Sichtweise zeige und am Text beweise, so beweise ich auch, dass das, was bisher gepredigt wird, von maßgeblichen Pastoren oder Predigern innerhalb der evangelikalen Welt so gesehen wird. Ja? Und deswegen zitiere ich die. Und ich zitiere die nicht nur anonym, sondern ich nenne auch einfach Namen, deswegen, weil man das darf. Ja? Im normalen wissenschaftlichen Diskurs, wenn man irgendwo in der Naturwissenschaft oder in Geisteswissenschaften oder in der Medizin vielleicht eine neue Art hat, wie man eine Operation durchführt, dann wird man, wenn man darüber referiert oder darüber in der Vorlesung spricht oder so, wird man auch zum Beispiel den Christian Bernard erwähnen, ja, wie der eine Herztransplantation gemacht hat und dass es vielleicht mittlerweile neue Möglichkeiten gibt, um das anders durchzuführen und vielleicht weniger schädlich oder invasiv oder was auch immer dann da der Fall ist. Das heißt also, in der naturwissenschaftlichen Welt und in der geisteswissenschaftlichen Welt und immer da, wo es um diese Themen geht, da zitiert man natürlich auch die bisherige Art und Weise, wie man Dinge ausgeführt hat. Und man nennt die auch ganz offen beim Namen. Ja? Ich weiß auch, dass das viel einfacher wäre und dass das dann auch ungefährlicher wäre, wenn man einfach die Namen auslässt und weglassen würde. Ja? Ich mache das aber deswegen, um deutlich auch zu zeigen und nachzuweisen, dass ich mir das nicht ausdenke oder dass ich das irgendwie unterstelle, sondern dass das tatsächlich auch so und so ausgelegt wird. Ja? Wenn ich die Brüder und die Pastoren zitiere, dann zitiere ich die nicht sinnverfälscht. Ja? Ich nehme also nicht irgendwelche Aussagen, die treffen aus dem Zusammenhang, sondern ich lasse die vollumfänglich zu Wort kommen.
ich verfälsche da nichts, ich ändere da nichts ab, ich unterstelle da auch nichts in deren Auslegungen, sondern ich zeige das unverfälscht und so, wie das die Pastoren in ihren jeweiligen Predigten auch geäußert haben, ja? Ohne da was dran zu ändern oder irgendwas reinzulegen. Und dann zitiere ich auch nur Brüder, die selber auch zum Beispiel in YouTube oder in sozialen Foren auch öffentlich auftreten. Ich würde also nicht irgendeinen Pastor zitieren aus irgendeiner Gemeinde aus der Provinz, ja, der vielleicht weder Buch geschrieben hat, noch in YouTube oder in irgendwelchen sozialen Foren öffentlich aufgetreten ist. Aus zwei Gründen. Erstmal würde ich das unfair finden, ja, weil man da jemand ans Licht zieht, der überhaupt nicht in der Öffentlichkeit auch unterwegs ist. Ich denke, das darf man nicht tun, ja. Und das Zweite ist, dass diese Brüder unter Umständen gar keine so eine Instanz sind, weil die nicht so sehr in der evangelikalen Welt als entscheidende Meinung akzeptiert werden. Und deswegen zitiere ich die Brüder, die überregional bekannt sind, weil die diese Theologie dann auch so vertreten, dass das von ganz vielen Christen auch akzeptiert wird und geglaubt wird. Viele sind ja da geradezu eine Instanz für evangelikale Auslegung. Und deswegen zitiere ich diese Brüder, ja. Da sind halt bekannte Namen bei, da ist natürlich Roger Libby bei, da ist Lothar Gassmann bei, da ist Karl-Hermann Kaufmann bei und auch viele andere, ja. Aber nochmal, ich zitiere die ja nicht sinnentstellend, sondern ich lasse die vollumfänglich zu Wort kommen, sodass man sehen kann, das ist das, was in der evangelikalen Welt über die Eschatologie und über die endzeitlichen Dinge gepredigt wird, ja. Und ich greife die auch, und das ist mir besonders wichtig, ich greife die nicht persönlich an, ja. Ich sage nicht, ich mag die nicht oder die gefallen mir nicht oder die sind dumm oder so in der Art und Weise. Das tue ich nicht, ja. Ich glaube, dass die in diesen Themen irren und dass man diese einschlägigen Stellen, die ich da behandelt habe, dass man die ergebnisoffen auch überprüfen muss. Und ich glaube, dass das dringend notwendig wäre, ja. Und ich staune darüber, dass da so viel Verhaltenheit ist und so wenig Reaktion, ja. So wenig Bereitschaft, darüber nachzudenken, das schon, ja. Aber ich würde die immer gegen Angriffe von außen verteidigen, diese Brüder und auch alle anderen, ja, die an Jesus Christus glauben. Die unterschiedliche Meinung in Bezug auf endzeitliche Dinge, die trennt uns ja nicht in Bezug auf unsere Gotteskindschaft. Ja? Das heißt also, all die Pastoren, die ich nenne, das sind mir liebe Brüder und ich würde die in jeder Hinsicht auch als meine Glaubensgeschwister auch sehen. Und ich weiß, dass die zum Teil auch sehr heftig angegriffen werden. Die haben ja zum Teil auch Kommentare unter ihren Videos in YouTube deaktiviert. Ich kann das gut verstehen, weil das zum Teil sehr heftig ist, wie die angegangen werden. Ja? Und da gehören auch die Namen, die ich jetzt eben genannt habe, die gehören da natürlich auch zu. Aber ich würde diese Brüder immer verteidigen gegen jeden Angriff von außen, ja? Weil das meine Glaubensgeschwister sind. Wie gesagt, ich glaube, dass sie in den Themen irren und dass es gut wäre, wenn man sich da ganz offen und auch kollegial und auch brüderlich drüber unterhalten würde, ob man die Bibeltexte nochmal neu anschauen kann. Aber es geht mir nicht darum, die Sinnentstellen darzustellen oder zu beleidigen oder in irgendeiner anderen Art und Weise abzuqualifizieren. Ja? Als Brüder und als Person sind die mir lieb und wert und da geht es überhaupt gar nicht drum. Ja? Aber man muss das bei den Themen trennen können, ob ich jetzt jemanden persönlich abqualifiziere und das passiert oft. Ja, mir passiert das ja auch oft. Ich bekomme auch da Kommentare und Zuschriften, die man sich nicht unbedingt wünscht. Ja, das ist aber so, wenn man eine Meinung hat, dann gibt es auch immer wieder Leute, die dagegen sind. Das ist auch ganz normal und liegt auch in der Natur der Sache. Aber ich würde auf gar keinen Fall wollen, dass man den Eindruck hat, dass ich diese Brüder in irgendeiner Weise jetzt persönlich irgendwo nicht leiden kann oder dass ich das mache aus einer gewissen Feindschaft ihnen gegenüber. Ja, das in gar keiner Weise. Also nochmal, wenn ein Fußballtrainer seinen Schützling, seinen Spieler, wenn der den kritisiert und der sagt, du hast heute schlecht gespielt, dann heißt das nicht, dass der Trainer den Spieler nicht leiden könnte, ja, sondern vielleicht kann er ihn gut leiden und er will, dass er besser spielt und deswegen kritisiert er ihn und zwar in der konstruktiven und nüchternen und neutralen Art, weil es geht ihm darum, dass sein Spiel sich verbessert, ja. Es geht ja nicht darum, dass er ihn nicht mag und deswegen kritisiert. Diese Unterscheidung können aber viele im Netz nicht treffen. Ja? Die glauben sofort, das wären ad hominem Angriffe, die persönlich gegen irgendjemand gehen und die dann in gewisser Weise abqualifiziert werden würden, weil viele Christen wollen gerne ihre Päpste haben und die folgen diesen Leuten nach. Und das ist wie eine Fangemeinde, ja, und das ist nicht gut. Das kritisiert auch Paulus immer wieder, ja.
Es gibt Brüder, denen man vertrauen soll und auch darf und deren Predigten auch hören kann und das auch glauben kann. Das ist gar keine Frage. Aber es darf nicht in so ein Papsttum erhoben werden, ja, wo man überhaupt gar keine Kritik mehr zulassen würde. Das kann nicht sein. Ja. Und nochmal, mir geht es nur um diese Eschatologie, mir geht es um diese Punkte der Lehre, die, ich glaube, neu angeschaut werden müssten. Und es ist ja nicht nur so, dass ich die Brüder da kritisiere, sondern ich biete selber auch eine Lösung an. Ja? Also ich sage auch, wie ich denke, dass es besser geht. Und ich zeige das Stück für Stück und beweise das am Bibeltext, mit den Bibeltexten im Detail, damit es für alle nachvollziehbar ist. Ich möchte gern, dass meine Zuschauer informiert aus diesen Videos oder aus den Vorträgen auf den Bibeltagen, dass die da informiert rausgehen, dass die selber in der Lage sind, ihre Bibel zu lesen und selber in der Lage sind, nachzudenken und zu glauben und die Texte zu verstehen. Ja, das ist der Grund. Und deswegen halte ich da auch nicht mehr zurück, einzelne Brüder einfach auch beim Namen zu nennen, weil, wie gesagt, die auch öffentlich im Netz sind und Öffentlichkeit auch aushalten können. Und weil das einfach zu einer umfassenden Information für die Zuhörer dienlich ist. Ja? Die meisten wissen sowieso, worum es geht. Und das jetzt irgendwie kokettieren, da anzudeuten und es weiß jeder, welcher Name im Raum steht, finde ich einfach auch nicht aufrichtig. Ja? Dann kann man es auch gleich sagen, dann ist auch gut. Aber wie gesagt, viele können das nicht unterscheiden von den Zuhörern, ja, und die fühlen sich dann dass ihr Idol irgendwie angegriffen wird und dann unterstellen die da so eine negative brüderliche Haltung. Das ist überhaupt nicht der Fall, ja. Was ich auch sagen muss, ist, dass die Pastoren, auch insbesondere Roger Libby, ja, den ich ja oft zitiere, ja, oder oft zitiert habe, ja, und auch die anderen Brüder, dass die in ihren Auslegungen immer wieder auf den Glauben an Jesus Christus hinweisen. Ja? Also auch Roger Libby macht das regelmäßig und ich finde das wichtig und toll und gut und richtig, ja, dass er das tut. Und das gefällt mir sehr gut. Ja? Das soll auch unwidersprochen bleiben. Ja? Und es, wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwie jemanden jetzt da abzuqualifizieren. Und wenn jemand neu im Glauben ist und sich anfängt, in der Bibel tiefer zu beschäftigen, dann schaut euch Roger Libby und Lothar Gassmann und Olaf Latzel und Jakob Czarnke und Karl-Hermann Kaufmann schaut und alle anderen, ja, schaut euch die gerne an, weil man da auch was lernen kann, ja. Die predigen ja auch in vielen, vielen Teilen einfach gut und predigen so, wie ich das auch machen würde, ja. Das ist überhaupt keine Frage. Also ich empfehle die durchaus auch anzuschauen. Aber es gibt bestimmte Kapitel, wo ich glaube, dass das, was man da bisher drüber gepredigt hat, ungenügend ist, ja, und ich zeige das. Ich zeige das an den Auslegungen, ich zeige das an den Auslegern und ich zeige das am Bibeltext. Und genauso gut zeige ich auch meine neue Sicht und zeige die auch so, dass jeder Zuschauer das an seiner eigenen Bibel nachprüfen kann und verstehen und lesen kann und dann auch eine Entscheidung treffen muss, ja, ob er weiterhin den Auslegern folgt und den Theologien oder ob er dem Wort Gottes folgt. Aber die Entscheidung, die gibt es seit 2000 Jahren. Ja? Die müssen Christen seit 2000 Jahren treffen. Folgen sie dem Papst oder folgen sie dem Wort Gottes? Folgen sie einem Luther oder folgen sie dem Wort Gottes? Folgen sie einem Spurgeon oder folgen sie dem Wort Gottes? Folgen sie mir oder folgen sie dem Wort Gottes oder allen möglichen anderen? Ja? Zum Schluss ist es so, dass es um uns überhaupt nicht geht, um die Bibel auslegen, sondern es geht um Jesus Christus und es geht um sein Wort und es geht um den Glauben an Jesus Christus und an den alleine. Ja? Und da sind die Brüder, und da zähle ich mich auch zu, da sind wir nur Gehilfen für. Ja? Wir sind nicht die Erlöser der Gemeinde. Ja? Gott hat vielleicht dem einen oder anderen Gaben gegeben und die darf er für die Gemeinde auch einsetzen. Aber der Herr des Glaubens ist Jesus Christus und der bleibt das auch. Und der muss das auch bleiben. Ja? Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er sei der Herr. Das schreibt Paulus. Und das gilt für alle. Das gilt für mich und für die anderen Pastoren auch. Und für Pastoren gilt umso mehr noch als für jeden einzelnen Gläubigen, dass wir uns ganz besonders unter das Wort Gottes stellen müssen, weil die Bibel auslegen, eine härtere Strafe empfangen werden von Gott. Die werden härter beurteilt, ja. Und deswegen, und auch weil die Zeit vorrückt und weil wir sehen, welch ein Irrsinn draußen in der Welt passiert, was hier langsam auch passiert und was hier abgeht und was noch auf uns zukommt, und was auf die Gemeinde Jesu zukommt, da wäre es dringend nötig, diese Texte neu zu überdenken und zu schauen, ob vielleicht da eine neue, eine bessere und eine dem Bibeltext besser entsprechende Auslegung dran ist. Und das heißt natürlich auch, dass diejenigen Exegeten und Ausleger, die das bisher anders gepredigt haben, sich dort korrigieren müssten. Und das ist für viele schwierig. Ja? Da kann man auch verstehen, dass die über Jahrzehnte lang das anders gepredigt haben und jetzt zugeben sollen, dass sich
dass sie sich geirrt haben, ja, dass sie eigentlich an der Theologie gefolgt sind, nicht dem Wort Gottes. Das ist eine heftige Entscheidung. Und da muss man den Brüdern sicher auch Zeit geben. Irgendwo ist auch ein Punkt, glaube ich, wo dann auch einfach Gott sagt, also du hast jetzt so viele Jahre Zeit gehabt, die Zeit läuft dann irgendwann auch ab. Und trotzdem muss man da geduldig sein und auch in Geduld abwarten können. Ja. Ich staune immer, dass da so viel Schweigen ist. Ja. Das liegt aber daran, weil man schon weiß, dass das, was ich sage, auch belastbar ist und zuverlässig ist. Und ich bekomme die Feedbacks ja auch immer mehr. Und ich höre erfreulicherweise von immer mehr Geschwistern und auch Pastoren, ja, auch Leuten, die im Dienst sind, dass sie die Sichtweise, die ich da vertrete, auch teilen. Und das macht die Sache natürlich dann auch schon interessant. Und ich glaube ohnehin, dass die Generationen an Theologen, die nach uns kommen und an Christen, ja, die noch nicht so festgefahren sind in einer Theologie aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass die den Themen gegenüber offener sind und nicht so verkrampft und vielleicht auch noch nicht so festgefahren, weil die sich noch nicht festgelegt haben in eine bestimmte Richtung. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Generation nach uns das ganz anders sieht. Ja? Also das ist der Grund, warum ich diese Namen zitiere. Ich tue das einfach der Wahrhaftigkeit halber und nicht, weil ich deswegen Leute irgendwo ans Licht ziehe, die ansonsten nicht in der Öffentlichkeit stehen, sondern ich zitiere nur die, die ohnehin Videos haben mit Zehntausenden von Zurufen, von Aufrufen und ohnehin auch in der Öffentlichkeit sind und auch bekannt sind, auch als Instanzen gelten für die Lehre, die in der evangelikalen Welt vertreten wird. Und das darf man tun. Ja, das ist erlaubt. Ja, das ist nichts Ehrenrühriges. Und wenn man mal drüber nachdenkt, Paulus hat auch alle mit Namen genannt, ja. Alexander der Schmied, ja, der hat uns viel Böses erwiesen, vor dem hüte auch du dich, ja, schreibt er an Timotheus. Also der nennt den Alexander mit Namen. Die Evodia und die Syntyche ermahne ich, dass sie nicht streiten, ja, schreibt er im Römerbrief. Also seit 2000 Jahren stehen die Namen dieser beiden Frauen in der Bibel als kein so sehr rühmliches Beispiel, ja. Ob die wirklich gestritten haben, weiß man nicht, aber zumindest sagt Paulus, sie sollen es nicht tun, ja. Wenn sie es bisher getan haben, sollen sie aufhören damit. Und wenn sie es bisher nicht getan haben, sollen sie es nicht anfangen, ja. Ich will damit nur sagen, Paulus nennt Namen und auch Namen in kritischen Zusammenhängen. Ja, er scheut sich da nicht vor und das tue ich auch. Und ich tue das deswegen, damit meine Zuhörer gut informiert sind, nicht um die Brüder zu beleidigen. Das ist mal so meine Meinung, die ist mir sehr wichtig, dass ich das nochmal auch sage und dass alle meine Zuhörer das auch wissen. Ja? Es geht nicht darum, irgendjemand zu beleidigen oder zu disqualifizieren, sondern es geht um Gottes Wort. Ja, und zu einer vollständigen Information meiner Zuhörer nenne ich Ross und Reiter. Hab das getan und werde das auch tun. Ja. Soweit mal in aller Kürze. Ich wollte euch das gerne mitteilen, weil mir das sehr auf dem Herzen liegt und auch wichtig ist. Ja. Ich wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald.